begrüße Sie und euch ganz herzlich zu unserer Jahrestagung. Herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Anselm Laube. Ich darf als Vorstandsmitglied ein bisschen begrüßen und ein bisschen einführen. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist die grüne politische Stiftung in Baden-Württemberg. Wir sind zwar parteinah, aber unabhängig. Wir haben einen Schwerpunkt bei der politischen Bildungsarbeit und damit möchten wir die Willensbildung der Menschen in Baden-Württemberg motivieren. Wir möchten das Eingreifen, die Teilhabe in politische Prozesse ermöglichen, dazu ermutigen. Wir öffnen Räume für gesellschaftliche Debatten und haben deswegen auch als Thema der heutigen Jahrestagung die Wärmewende uns genommen. Im letzten Jahr, klar, da lag sie offensichtlich und sie, das zeigen auch die Diskussionen der letzten Wochen, sie ist ein ganz wichtiges Thema. Sie ist eine ganz wichtige Fragestellung, die vielleicht bisher politisch unterschätzt ist und genau deswegen möchten wir sie heute hier reinbringen. Wir möchten uns treffen zum Austauschen, möchten Erkenntnisgewinn oder wir wünschen uns Erkenntnisgewinn, wir erhoffen uns Erkenntnisgewinn, aber wir möchten auch Reibung, wir möchten Transparenz erzeugen. Wir möchten irgendwie schlauer heute Abend wieder hier rausgehen, als wir reingekommen sind. Heinrich Böll ist Namensgeber der Stiftung, natürlich als großer Literat, aber auch, weil er ein Vorbild ist an Haltung und Rückgrat. Und ein Punkt, der ihm immer ganz wichtig war, das ist die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Intervention, also Sachen nicht geschehen lassen. Die Böll-Stiftung trägt dieses Zitat immer ganz groß, nämlich dass Einmischen die einzige Möglichkeit ist, realistisch zu bleiben. Warum Wärmewende? Die Energiewende im Gebäudebereich ist das Stiefkind der Energiewende. Also wir wissen, wir feiern uns seit Jahren dafür, wie toll wir doch sind mit der Energiewende. Letztes Jahr fast 50% erneuerbare Energien im Stromsektor. Und wenn man es nüchtern betrachtet, dann ist diese Energiewende eigentlich ein ziemliches Versagen. Wenn wir über Energiewende reden, dann meinen wir ganz häufig eine technische und nicht eine politische Ebene. Das funktioniert aber bei der Wärmewende nicht. In der Stromwende, da können wir einen Mangel an der einen Stelle durch ein Mehr an der anderen Stelle ausgleichen. Bei der Wärmewende funktioniert das nicht. Wir können die Umsetzungslücke in Altstadt nicht durch mehr in Neustadt ausgleichen. Das heißt, wir brauchen einen jeden, wir brauchen eine jede. Und dann heißt es, wir kommen aus einer technischen Fragestellung raus in eine gesellschaftliche. Wir müssen sie dringend auch gesellschaftlich diskutieren. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass es ein kolossaler Fehler war, einfach darauf zu hoffen, dass schon nichts schiefgehen wird. Ich möchte da auch ganz explizit die letzten Bundesregierungen angreifen. Man hat da nicht nur nichts getan, sondern hat bewusst Fehlanreize eingesetzt. Bis Ende des Jahres 2019 wurde der Neueinbau von Öl- und Gasheizung ohne irgendeine erneuerbare Komponente gefördert. Bis Mitte des letzten Jahres, bis August 2022, haben wir immer noch den Gasanteil von hybriden Heizungssystemen gefördert. Das heißt, öffentliches Geld in falsche Technologie. Eine Verschärfung von Standards im Gebäudebereich hat viele Jahre nicht stattgefunden und zwar bewusst als politische Entscheidung. Ich wünsche mir, dass das ein Skandal, also dieser Skandal auch eine politische Aufarbeitung bekommt. Wo bleibt eigentlich der Untersuchungsausschuss zur Gaskrise? Der Wärmewende hat die Politik gefehlt und wir sind heute hier, um das zu eskalieren. Wir haben viele Jahre gedacht, wenn wir im Neubau alles richtig machen, dann wird es gut. Naja, aber dafür löst sich ja das Problem im Bestand nicht. Wir haben gedacht, wenn wir mit Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung die Effizienz ein bisschen besser machen, dann kommen wir weiter. Aber mit 10% Einsparung erreicht man kein 100%-Ziel. Und wir bewegen uns seit mehreren Jahren in einer Wünsch-dir-was-Nebelwelt des Wasserstoffes, der schlichtweg keine Option ist, denn technisch super spannend, aber schlicht für alle hinterher nicht bezahlbar.
habe vorhin gesagt, so der Wärmewende fehlen die politischen Komponente, aber der Politik fehlt eben manchmal auch die technische Grundlage. Und das ist was, was sich wahnsinnig geändert hat auf der Bundesebene. Wir haben im Bundeswirtschaftsministerium, im BMWK auf einmal auf mehreren Hierarchieebenen Sachverstand. Das ist ein ganz neues Thema. Man kann politisch darüber streiten, aber was aus meiner Sicht ohne Frage da ist, ist, dass ein Robert Habeck in der Lage ist, seine Politik zu erklären, in der Lage ist, auch das technisch nachzuvollziehen. Ein paar Details dazu. Wir haben Details dazu. Es gibt einen massiven Umbau der Förderlandschaft, sodass eben nur noch die Sachen gefördert werden, und das wird sich auch noch weiterentwickeln, die auch langfristig sinnvoll sind. Wir haben die kommunale Wärmeplanung, die jetzt künftig als Pflichtaufgabe kommt. In Baden-Württemberg kennen wir das schon auf einer kommunalen Ebene, die aber auch verpflichtend sein wird in der Umsetzung. Das heißt, Kommunen müssen sich Gedanken darüber machen, wie sieht denn das Wärmeversorgungsmodell für ihre künftigen oder für einen künftigen Zustand, für einen Zielzustand aus. Und wenn ich einen Zielzustand erreichen will bis zum Jahre 2030 oder 2035, dann muss ich natürlich heute anfangen umzusetzen. Es gibt einen klaren Fokus auf Wärmepumpen und Wärmenetzen bei der Versorgung im Gebäudebestand. Das heißt, wir reden nicht mehr davon, irgendwelche Nischen zu bedienen. Wir träumen nicht mehr von der Brennstoffzelle im Einfamilienhaus, sondern es gibt eine ganz klare Richtlinie davon seitens des BMWK. Und was auch klar ist, von der technischen Hintergrund auch sinnvoll, das Zusammendenken von erneuerbaren Energien und Effizienz. Also nicht nur Passivhaus oder nicht nur Wärmepumpe, sondern beides zusammen. Sie merken, das sind ganz viele Dimensionen, die wir technisch betrachten, die jeden Einzelnen betreffen, und dann ist es eine gesellschaftliche Fragestellung. Und all dies, diese ambitionierten Projekte, die wir da auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene haben, weil die Beschlüsse zu den Zielen, die liegen ja überall vor, an der Umsetzung mangelt es. Das ist immer nur dann, oder das ist nur dann möglich, wenn wir die Gesellschaft auch mitnehmen. Dafür haben wir heute auch eben bewusst die Schwerpunkte Soziales, Partizipation, das gemeinschaftlich Umsetzen gesetzt. Und bevor ich zum Abschluss komme, noch ein paar Gedanken zu dieser Hetze, die in den letzten Tagen Richtung Bundeswirtschaftsministerium gegangen ist. Die 65% erneuerbare Energien, die ab 2024 in neu eingerichteten Heizungssystemen stehen sollen, die sind nichts Neues. Das ist nicht erst seit letzter Woche bekannt. Das steht im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag stehen viele Sachen, die wir gut oder schlecht finden können. Es gibt aber keinen Grund, ein Ministerium oder einen Minister deswegen in der Form des Boulevards, wie es in der letzten Woche passiert ist, vor zwei Wochen passiert ist, anzugreifen, also auf einer persönlichen Ebene. Und da kommen wir wieder zurück zu Heinrich Böll. Ich habe mich da erinnert gefühlt an den Roman Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Also wir erleben im Grunde genommen einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem bestimmte Kreise ein ganz massives Interesse an Machtkämpfen entwickeln. Das dürfen wir nicht unterschätzen bei dem, wie wir auch Wärmewende denken. Wir wollen die Machtfrage stellen. Also es geht nicht darum, abzuwarten, was passiert in den nächsten 15 Jahren, sondern wir wollen was verändern. So viel zur Vorrede. Ich wünsche uns, dass wir ganz viel zu diesen Gedanken und darüber hinaus heute ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf den Austausch, auf die vielfältigen Gedanken und Ideen, die hier heute kommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sabine Drewes den Weg zu uns gefunden hat. Sie ist bei der Heinrich-Böll-Stiftung Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung, von Haus aus Politikwissenschaftlerin und Journalistin, und hat sich seit vielen Jahren im Themenfeld Wärmewende einen Namen gemacht, kann man glaube ich so sagen. Sie hat das vorbereitet, was jetzt hier auch möglich ist, nämlich für die Bundesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung die Wärmewende in ganz vielfältiger Art, in Veröffentlichungen, in Podcasts, Webinaren, Videos vorbereitet. Und wir konnten sie als Moderatorin für den heutigen Tag gewinnen. Sabine, ich würde dir jetzt hier gerne die Moderation übergeben. Wir freuen uns, dass du da bist.